the skies. Okay. Aegon is to the west, comes Array to the east. That's wrong. Wo gehen wir denn mal zuerst lang? Komm, wir gehen mal erstmal hier rechts lang. Genau, wir müssen jetzt nämlich mehrere Sachen hier ausschalten und Gedöns machen und Zeug, um die Schwertbasis zu sichern. Da ist ein Ghost, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe mal, dass der Marine fähig genug ist, hier auch mal ein bisschen was zu killen. Sonst ist das eher ungut. Ach, cool. Wow. Nein! lol. Cat überlebt es einfach, weil sie unsterblich ist. Story-relevanter Charakter, der darf nicht sterben. So. Okay, was haben wir denn da? Ist hier eine Elite da, die da ganz gemein rumsteht und eine auf dem Dach. Und eine aufgeladene Plasma-Pistole. Ja, das gefällt mir alles gar nicht, deswegen lassen wir den Warthog erstmal da Warthog sein. Und auch wird das erledigt. Macht mein Warthog nicht kaputt, ich Spack. Ich will auf die Ultra bitte schießen. Nicht irgendwie auf den Grunt, weil der sich gerade... Mann! Catch me! So. Warum ist das passiert? Warum wurde ich irgendwie gestuckt oder sonst was? War wahrscheinlich die Elite da oben. Da kommt ein Phantom und... Ja, cool, Grunts. Ja, komm. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir nicht legendär gewählt haben, denn ich sag mal so, legendär würde ich hart verzweifeln, weil Reach finde ich tatsächlich, auch wegen den Eliten einfach und der DMA dann, sowas halt oft nicht so gut funktioniert, wie man möchte. Eins der Schwertkette im Warthog. Glaubst du, ich steige als Beifahrer bei euch ein? Puh. Machen wir es einfach. So. Warum droppen die denn genau von hier? So. Kann der Spirit sich jetzt mal verpissen? Ich würde jetzt hier gerne mal arbeiten. Habe einen Job zu erledigen. Erledigen. Du Pimmelbäcker! Wer es kennt. So. Alter, und er droppt einfach noch zwei Ghosts. Als ob man hier nicht genug zu tun hätte. Als Spartan. Oh, hier gibt es wenigstens ein bisschen Equipment. Equipment. Und ich weiß, dass die Elite auf dem Dach steht. Über mir. Und die Marmunition. Ich weiß nicht, ob ich mich der stellen soll. Wir stellen uns der Elite. Bevor wir uns jetzt hier mit den Ghosts anlegen müssen. Das ist nämlich ein General oder eine goldene Elite. Auf jeden Fall ziemlich krass. Ich kenne mich mit den Rängen da jetzt nicht so genau aus. Und ich bin ziemlich schlecht. Ich habe meine Granaten alle. Verschwende. Komm her! Spasti! Habe ich nicht laut gesagt, nein. Wenn wir das mal mitnehmen, für die Ghosts ist das ganz gut. Ghosts. Haben die jetzt schon weggeholt mit dem Mordok? Ja, sehr gut. Können die auch mal was machen? Das ist ja schön. Gehen wir mal den Schüssel hier mal. So. Schön. Ja, ja, und jetzt holst du bitte den Fan. Ich helfe dir sogar noch ein bisschen. Swoosh! Oh Mann. Ja, ich habe sehr erfolgreich mit Wolf. Da war doch irgendwo noch eine Waffe von mir. Assault Waffe. Okay, nehmen wir mit. Was haben die jetzt da gedroppt? Oder droppen die irgendwas oder so? Einen weiteren Warthog. Wir können auch den nehmen, den wird nämlich auch noch nicht. Alter, die Korvette ballert hier gerade ganz schön rum. Komm, so, du steigst mal aus. Ne, Frauen im Steuer. So, und auf geht's. Wollt ihr auch mitkommen? Hallo. Wie geht's dir so? Ich mach's jetzt mal so, wir machen jetzt mal Warthog. Also, du steigst jetzt nicht ernsthaft als Beifahrer ein. Nein! Tu das nicht. Du sollst an den Gunner vom anderen gehen und dann fährt Cat den anderen Warthog. Wie wär's? Warte, ich fahr jetzt einfach ganz schnell weg, dann machen die das schon irgendwie unter sich. Alter, der rennt mir tatsächlich hinterher. Nein!
Die Dummheit dieser KI ist einfach unbeschreiblich. Und Cat läuft. Ah, nee, ich lasse jetzt einfach da verrotten. Ah, so ein Dummheit muss auch bestraft werden. Wow, fuck. Wow, warum habe ich das getan? Ich habe meine Hand kurz... Ah, ich musste mich an der Nase kratzen. Hilfe! Direkt wird nur bestraft. So, jetzt gehen wir das Ganze nochmal ein bisschen professioneller an, bitte. Oh, wo bin ich hier? Fass mich mal bitte nicht um, danke. Ich hatte schon Angst. So, jetzt steigt Cat ein und dann machen wir es einfach ganz unkonventionell. Wir könnten auch einen Ghost nehmen. Nein, 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 wir bleiben beim Motor. Und fahren jetzt einmal gegen den Busch. Oh nein, ein Busch. Hat der Warthog mit so und was weiß ich wie viel PS natürlich keine Chance. Cooler Drift und cooler Drift Nummer 2 klappt nicht. Bleib bloß weg. Könnten den Warthog dann auch gerne weiter benutzen, oder? Yes. Steigt ein! Bevor der Ghost anfängt, uns zu schießen. Sind die inkompetent oder so? Hallo? Soll's einsteigen? Guck mal, die gucken den Ghost fasziniert an, aber steigen nicht ein. Ja, jetzt will Cat hier irgendwo lang. Oh nein, sie schießt auf den Ghost. Was, seid ihr irgendwie dumm oder so? Hier, Marine, hallo. Steig vielleicht mal da ein. So, mal gucken, ob sie es jetzt hinkriegen. Ready to roll sieht für mich anders aus, Freunde. Oh mein Gott. Die macht alles kaputt. Da ist ja noch ein Ghost. Aber nur mit einem Grunt. Theoretisch. Das wird nicht funktionieren, aber obwohl. Ja, machen wir es ganz einfach. Dann haben wir uns jetzt den Ghost. So. Fuck, jetzt ist die Elite in den Ghost eingestiegen, ne? Oder ist das ein anderer Grunt? Sehe nicht, was drin sitzt, aber es war ein anderer Grunt. Checkpoint. Fuck yeah. Oh Gott, die sollten vielleicht doch nicht hin. Ah, cool. Splatter! Und so, da war aber noch eine Elite, eine blaue. Was ist die denn? Okay, verschwunden. Cool. Ja, fahren wir mal weiter. Weil die liebe Catherine mir gerade ein bisschen auf den Sack geht, weil sie einfach nicht in meinen Mortal einsteigen wollte. Der war ihr wohl nicht gut genug, oh Gott, da unten ist ein Revenant. Ich bezeichne ihn ja auch gerne als Mini-Race. Weil im Prinzip ist er das auch. Aber der Schuss macht irgendwie, wenn ich davon abgeschossen würde, immer Höllendamage. Wenn ich selbst damit schieße, naja, tötet er eher weniger. Dementsprechend ist das nicht so mein Lieblingsfahrzeug. Aber ich finde es halt cool, so im Multiplayer immer Big Team auf Hemorrhage damit rumzufahren. Aber ich nenne es immer gerne Hemorrhage. Wegen den guten alten Teen Snipers und SWAT-Tagen, die es da gab früher, ja. Man auch SWAT auf Hemorrhage gespielt im Hemorrhage Multiplayer. Seitdem wir jetzt das letzte Mal einmal gestuckt wurden, habe ich jetzt dezent Angst, weiter gestuckt zu werden. Oh Gott. Ich muss jetzt die Ultra da mal holen, obwohl, wenn sie uns ignoriert, drücken wir halt erstmal den Knopf. Holen uns nämlich einen Checkpoint. So. Ist die jetzt weggelaufen oder wohin? Hallo? Ist die Elite? Ach, Marine, hallo! Wie geht's dir denn? Der ist jetzt ernsthaft einfach den ganzen Weg gelaufen. Weißt du, das ist so. Oh, warum war es plötzlich so dunkel? Schabak. Wo ist jetzt der Dings hin? Immer auf, da so behindert rumzuspringen. Oh oh. Wo kommst du denn her?
Ja, ja. Psst. Schnauze. Oh, da ist ein Sniper. Das ist meins. Meins. Falsch. So. Jetzt haben wir eine Mission. Uns erstmal zurückzuziehen. Und jetzt, hier, ne? Warten, hoffen und hoffen, dass die mal stillstehen soll. Okay, dann machen wir es halt anders. Wir zerstören ihn einfach. Nehmen wir den halt nicht mit. So. Gott, ich bin schlecht geworden. Höllenmäßig schlecht. Dafür jetzt ein O-Scope. Boom! Da sind ja noch mehr Stürmischer gefunden. Ja, ich weiß, wir müssen auch im anderen Gebäude noch was aktivieren, oder erstmal. Aber wie viele gibt's, sind denn von denen hier, ne? Bisschen übertreiben. Also Bungie, ganz ruhig. Ihr habt zwar eine neue Rasse eingeführt, aber das heißt nicht, dass sie jetzt einfach hier an jeder Stelle rumhängen muss. Weil das dann doch nicht so ganz in der Sache ist. Hallo! Hallo, hallo, hallo. So, Amorlock. Na, ich bin eigentlich mehr wirklich so der Sprintmensch, ne? Ein Eimer. Nee, ohne Auto gemacht. Lass uns ein Bad nehmen. Passt nicht mal rein. Ich bin zu fett dafür. So, Zeit, diese Treppe zu erklimmen. Boah, war das anstrengend. Hm, ist ein Rocket. Jetzt nehmen wir den halt mit. Snappers E hat nur 3 Schuss. Ich meine, können wir jetzt auch getrost erstmal vernachlässigen. Wir haben es geschafft. So gut wie. Drücken wir den Knopf. Hey, Kommunikation steht. Minimum Safe Distance. Alter, das sind 3 Phantoms. Der hat einen Ghost und einen Revenant. Ja, nice. Dann wissen wir ja schon, was uns erwartet. Nämlich nichts Gutes. Naja. Zurück zur Swordband. Oh, ein Gausswater. Krass. Den würde ich gerne selbst benutzen, das Geschütz. Gausswaters sind nämlich verdammt cool. Und kommen im Multiplayer halt kaum vor, weil sie overpowered sind. Ja, fahr mal. Lass Kate dazu. Ja. Cat. Das hier finde ich ist übrigens sehr schön. Das sieht voll geil aus hier mit dem Eis und so. Oh Gott, ich treffe nicht. Nice. Sehr gut bisher. So, der Marine hätte auch noch schlecht fahren. Ja, aber du kannst auch weiterfahren. Ne? Muss jetzt nicht auf langsam machen, weil es ein Berg hier ist. Meine Güte, ich frage mich, was die sich immer denken. Ja. Oh Gott. Ah, ich treffe ja nicht. Boah, ich hab den Schützen rausgeschossen. Ah, herrlich. Na komm. Guck mal, wie cool die abfallen ist, wenn mag ich sehr gern. Was ist denn da? Wow, jetzt macht er hier nicht plötzlich so eine Action. So. Oh nein, ein Grunt. Swoosh. Ich merk's. Wo bist du denn hergekommen? Du warst doch vorhin noch da hinten. Nee, doch, da hinten. So, und du bist inkompetent, deswegen geh mal raus da. Genug rumgeballert. Ich muss zwar nicht mehr weit, aber trotzdem fahren wir jetzt noch ein bisschen. Was müssen wir jetzt hier activate? Activate! Yeah, you in the sea, ne? We're stalled in the Tower Atrium. Cat, where are you?